Mein Name ist Wolfgang Lampe, ich bin erster Bürgermeister der Stadt Uffenheim. Wir feiern heute hier unser Walburgefest. Das Walburgefest ist das 74. der Nachkriegszeit. Also es ist schon eine Tradition, die wir hier feiern. Wir hatten gestern begonnen mit dem Einzug vom Rathaus hier ins Festzelt. Dort haben sich über 30 Vereine beteiligt, also ein hervorragendes Ergebnis. Wir werden die nächsten Tage noch viele Veranstaltungen haben. Also wir haben dann am Sonntag die Veranstaltung, dass wir hier ein Schafkopfturnier machen, dass wir einen Seniorennachmittag veranstalten und dass wir dann noch für die Jugend ein Quiz machen. Wir wollen alle alt und jung hier einladen, nach Uffenheim zu kommen, hier teilzunehmen. Wir haben heute unseren großen Walburgi-Umzug, den Festzug der Mainkönigin, gemacht mit 4.000 bis 5.000 Besuchern in Uffenheim bei bestem Wetter. Die Besucherinnen und Besucher freuen sich natürlich, dass wir heute hier so feiern können und sitzen im Bierzelt fröhlich zusammen, die Kinder am Karussell. Und ich glaube, das ist das, was wir hier in Uffenheim leben und auch brauchen. Wir haben seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten Partnerschaften in Europa mit Ecletor in Frankreich, mit Quelbuti in Polen und mit Patrecchio Stia in Italien. Und seit Jahren besuchen die uns natürlich immer wieder. Die Bürgermeisterkollegen sind immer hier und wir haben einen regen Austausch, um uns natürlich auszutauschen, um die Kulturen auszutauschen. Aber auch ein wichtiger Punkt ist der Jugendaustausch. Wir möchten, dass die Jugendlichen von Uffenheim in die Partnerstädte gehen und natürlich auch Jugendliche aus unseren Partnerstädten nach Uffenheim kommen. Und das ist auch ein Programm in Uffenheim, das wir sehr verfolgen, um einfach den europäischen Gedanken zu leben. Dr. Birgit Kress, erste Bürgermeisterin aus Markt-Erlbach und Kreisrätin und auch Kandidatin für den Nachfolger des Landrats hier im Landkreis und bin heute in Uffenheim zum Walburgifest und bin beeindruckt von diesem tollen Event mit so vielen Teilnehmern, so vielen Gästen, so einer guten Stimmung und vor allem so vielen internationalen Gruppen. Eine prima, prima Veranstaltung. Hallo, ich bin die Lena Jakob, die Mainkönigin der Stadt Uffenheim. Heute sind wir hier auf dem Walpurgifest und ich freue mich sehr, hier zu sein, denn es ist mit einer der schönsten Feste in ganz Uffenheim, besonders der Maiumzug, mit super vielen Gästen und super tollem Wetter. Ja, auf jeden Fall. 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 Auf jeden Fall.